yeah, Elektroschrott. Heidi, hallo, meine Liebsten. Heute geht es an die Verlosung, die ihr alle erwartet habt. Bevor ich damit loslege, aber noch ein paar kleinere Ankündigungen. Das erste ist, viele von euch haben mein letztes Video falsch verstanden. Ich habe nie gesagt, dass ich keine Videos mehr mache. Ich habe noch nicht mal gesagt, dass ich keine Elektrovideos mehr mache. Ich habe nur gesagt, dass ich im Moment so wenig Bock auf Elektronik habe, dass ich unter anderem auch andere Themas einschieben muss und dass ich es vielleicht nicht mehr so regelmäßig mache und dass ich im Moment mehr draußen auf der Terrasse liege und Hopfen, Kalt, Schopfen, Bier trinke. Ja. Macht aber überhaupt gar nichts. Ich werde weiterhin Videos hier machen. Ja. Okay. Ihr wartet natürlich alle auf die große Verlosung. Aber bevor wir die angehen, muss ich euch erst noch mal einen kleinen Einspieler zeigen. Ich habe nämlich noch eine super freundliche Spende von den besten Händlern der Welt oder zumindest von denen, mit denen ich mich am besten verstehe, bekommen. Und das zeige ich euch mal. Mats ab. Ja, nicht nur praktische Kartons gab es von den netten Leuten von Berkeley. Nein. Da wurde auch noch einiges an Geraffel umgespendet. Also einerseits haben wir da unten, ihr seht das da so in Gelb, so ein bisschen Werbematerial und eine Tüte, Gummibärchen, USB-Stick. Aber ich durfte auch mal in dem großen Container tauchen, in dem Sachen, die aus irgendwelchen Gründen ausgemustert werden mussten, drin sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel mal so eine fette Rolle Lötzinn und noch eine fette Rolle Lötzinn, beide Blei, deswegen wahrscheinlich nicht mehr so gut zu verkaufen. Dann hier, total geil, richtig gutes Flussmittel. Hintergrund in dem Beutel, wo die drin waren, da war eine von den Flaschen ausgelaufen, die waren alle total siffig. Ich habe sie sauber gemacht, einzeln nochmal verpackt und dann gibt es hier cooles Lötzinn. Wir haben das allerletzte Notfallkit im alten Design, das kommt noch von mir selbst. Aber ich habe noch ein paar im neuen Design bekommen. Ja. Ein paar Kondensatoren, ja. Wer die kriegt, hat definitiv genug. Was haben wir hier? 47 Mikrofarad-Kondensatoren und total geil. Hier ein Arduino und ein Wi-Fi-Schild, das ist ein Leonardo. Und die packe ich wahrscheinlich zusammen in ein Dingens da rein. Und so ein paar andere Kits hier. Ich glaube, das ist der singende Stift von der letzten Make, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest sieht es danach aus. Also, die netten Leute von Berkeley haben dafür gesorgt, dass hier zwischen dem ganzen Stott auch noch so ein bisschen was Wertvolles mit dazwischen ist. Na, das ist doch was. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an die netten Leute bei Berkeley, insbesondere Christiane und Franziska, die so schön mit mir durchs Lager und zum Container gelatscht sind und die mir freundlicherweise auch noch solche Sachen wie diesen Arduino und so extra rausgeholt haben. Also das war echt super von denen mal wieder. Ja, ich weiß schon, warum ich die ganz gerne mag. Ja, dafür mache ich dann auch ganz gerne mal unbezahlte Werbung. Ja. Verlosung. Ja, ihr wollt die Verlosung. Ja gut, also bevor es an die Verlosung geht, zeige ich euch vielleicht nochmal den aktuellen Stand der Dinge. Also kommt doch mal kurz mit, dann latschen wir hier mal rüber und machen einen kleinen Schwenk. Ja, das hier sind jetzt die Kartons, so wie sie hier sind. Ja. Ich nenne sie die Kartons A, B und C. Ja. Also gleich bei der Verlosung sage ich euch dann, wer A, B, C bekommt und ja. Genau. Dann würde ich sagen, tja, gibt es eigentlich nur noch eins zu tun, also außer hier noch Plastikchips und so eine Scheiße drauf zu schmeißen, nämlich wir müssen das Geraffel verlosen. Es ist soweit! Wir machen die Auslosung. Ja, Auslosung. Ich habe für die Auslosung ein Tool, das ich verwenden werde. Und dabei handelt es sich um so ein Skript, das ich ganz fies zusammen gegoogelt habe, ja. Und mit diesem Skript werde ich jetzt gleich unsere Gewinner auslosen, ja. Und dafür schalte ich mal um. Also, schauen wir mal. 257 Unique Users haben wir hier gefunden. Dann gucken wir doch mal, wer Paket A bekommt. Klick. Hufmann 667. Hat mich erst vor einem Monat entdeckt, kriegt jetzt schon Paket. Paket A für dich, Hofmann. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ja, Paket B. Ha? Der gewinnt. Jan Beta, Schrott, hier, du, kriegst du. Kein Thema, Paket B für dich.
Jetzt schauen wir nochmal Paket 3. Jetzt wird es richtig spannend. Ja, Paket 3. Ah, klick die. Christoph Braunhofer. Schade, wieso schade? Du kriegst Paket D, RC, 3, was immer. Das letzte Paket. Sei froh. Ich weiß zufällig, dass du dieses Paket mögen wirst. Kann mich noch erinnern, was ich reingepackt habe. Gut. Wir haben Gewinner. Was passiert jetzt als nächstes? Ich schreibe die drei Gewinner von gerade eben mit der YouTube-Funktion an. Das heißt, es wäre wirklich blöde, wenn ihr die Kommentarfunktion in eurem YouTube-Kanal ausgeschaltet hättet, weil dann kann ich euch nicht erreichen. Wenn sich diese Leute nicht innerhalb von, ich sag jetzt mal, einer Woche oder so melden, dann gilt das für mich so ähnlich wie, hat die Kommentarfunktion nicht eingeschaltet, dann hat er halt auch Pech gehabt, derjenige. Und in dem Fall werde ich hier offline, ohne dass ihr dabei seid, einfach nochmal nachauslosen. Nachauslosen. Das würde dann bedeuten, dass jemand gewinnen könnte, der jetzt nicht dabei war. Ihr dürft also alle noch so ein bisschen, bis zum nächsten Video. Im nächsten Video werde ich dann wahrscheinlich nochmal genau sagen, wer hier, ne, also und was und ob und Zeugs. Verschicken werde ich den Krampf höchstens nächstes Wochenende. Tut mir leid, ich werde die Woche über nicht dazu kommen. Ich habe ziemlich viel zu tun. Dann ist auch Feiertag und Brückentag. Dann bin ich vielleicht auch nicht da. Mal gucken. Aber ich verschicke das Zeug. Ihr kriegt das. Adresse könnt ihr mir dann eure Antwort auf mein Anschreiben an euch zukommen lassen. Ja, also jetzt haltet die Füße still. Ich melde mich bei euch. Und in dem Sinne, ich werfe jetzt noch ein paar von meinen Plastikchips in die Dinger da rein, klebe sie mit Gaffertape zu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe was vergessen. Entschuldigung, ich muss natürlich das richtige Wort verwenden. Schüssing. Was? Das nächste Video. Ich glaube, ich mache mal was mit dem Dampferkran, ja? Ich glaube, ich mache ein Video, wo ich den Leuten erkläre, wie man richtig Krempel mischt, weil da werde ich ja dauernd gefragt, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich. Mischkram. Ja.